Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Franjo Albert. Heute am 28. Februar ist die UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgebrochen worden, wegen zwei Corona-Infektionen in einem der Teams. Emanuel Buchmann und Pascal Ackermann sitzen in ihrem Hotel fest. Wir haben mit Bora Hansgrohe Teamarzt Jan-Niklas Droste gesprochen. Dieses Telefoninterview hört ihr jetzt. Jan-Niklas Droste, Teamarzt von Bora Hansgrohe. Zunächst einmal, wie ist die Situation vor Ort? Was ist passiert? Was können Sie uns sagen? Ja, das ist immer schwierig, weil ich nicht selbst vor Ort bin und wir erleben es momentan in allen Medien, dass eine große Aufregung, eine große Besorgnis herrscht. Das trifft natürlich jetzt auch den aktuellen Fall in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben gestern Abend die Information bekommen, dass es zu Bedenken vor Ort kommt und dass es Vorkehrungen gibt, das Hotel von ein- und betreten und verlassen des Hotels einzuschränken, weil es einen Verdachtsfall gibt. Das hat sich dann die Nacht über so bestätigt, dass die Teams das Hotel nicht mehr verlassen konnten und auch das Betreten des Hotels eingeschränkt wurde. Und dann wurden umfangreiche Tests durchgeführt. Und viel mehr Informationen haben wir aktuell noch nicht, außer dass die Lage vor Ort noch entspannt ist. Okay, wie ich es mitbekommen habe, beziehungsweise laut der offiziellen Stellungnahme der Veranstalter, sind zwei Mitglieder eines Teams infiziert, also die wurden positiv getestet. Was können Sie dazu sagen? Ja, auch da habe ich keine anderen Informationen als die vom Veranstalter eben kommuniziert wurden. Ich habe keine Informationen von den lokalen Behörden bekommen, dass das in irgendeiner Form bestätigt wurde. Das sind auch für mich die einzigen Informationen, die wir haben, dass der Veranstalter kommuniziert hat, dass zwei positive Tests stattgefunden haben. Okay, vielleicht können Sie uns auch gleich sagen, wie es Ihrem Team geht. Ist jemand davon betroffen? Ich meine, Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann sind ja auch im Renngeschehen. Pascal Ackermann hat ja sogar die erste Etappe gewonnen. Was können Sie uns sagen? Wie geht es Ihnen? Ja, also wir sind mit unseren Kollegen vor Ort im Kontakt. Wir haben auch unser medizinisches Personal vor Ort. Es gibt im Moment für uns aus medizinischer Sicht keinen Grund zur Sorge. Den Fahrern vor Ort und auch dem Staff von uns geht's gut. Eine umfassende Einschätzung, wie das eben für alle Beteiligten des Rennens ist, kann ich nicht geben, weil ich das nicht weiß. Ich kann nur für die Mitglieder unseres Teams sagen, dass es aktuell keine Bedenken gibt. Okay, keine Bedenken bedeutet auch, dass die Teammitglieder negativ getestet worden sind auf den Virus? Dazu haben wir noch keine Informationen vorliegen. Es ist nur so, dass wir aktuell keinerlei Krankheitssymptome haben und alles Weitere entzieht sich aktuell noch der Informationslage. Okay. Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ja, wir versuchen da mit unseren Sportlern und auch den Mitarbeitern natürlich im Kontakt auch das Ganze aufzuklären. Da sind natürlich auch ganz viele Informationen, die man jetzt über die Medien hört und die dort mitgetragen werden, wo wir aber jetzt, wenn wir uns wirklich nur auf die Informationen, die von den offiziellen Behörden auch kommuniziert werden, beziehen, dass es jetzt aktuell so ist, dass wir einfach in einer Situation sind, wo wir nicht wirklich sagen können, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und dann ist es immer ratsam, wenn man sich nicht verrückt machen lässt und keine Panik ausbrechen lässt, weil bis jetzt ist für uns noch nichts passiert, was jetzt in irgendeiner Form die Gesundheit der Sportler beeinträchtigt. Und wie sich das die nächsten Stunden, Tage entwickelt, das können wir aktuell einfach nicht sagen. Das wäre reine Spekulation. Okay, also haben Sie da keinen Notfallplan? Gibt es keine Maßnahmen, die Sie jetzt direkt treffen werden? Ja, das sind normale Maßnahmen, die wir sowieso ja in dieser Jahreszeit grundsätzlich eigentlich immer so fahren. Ich meine, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben neben der Sorge um Corona haben wir auch immer noch Grippezeit. Das heißt, die Fahrer und auch Mitarbeiter sind sowieso angehalten, die Basishygienemaßnahmen, wie das auch die allgemeine Empfehlung für uns alle auch in Deutschland ist, umzusetzen. Was jetzt dann auch von den Behörden vor Ort, aber eben auch
hier für uns alle in Deutschland zutreffend als Konsequenzen entschieden wird. Das liegt ja außerhalb unseres Handlungsspielraums. Wir halten uns daran, wir verfolgen das permanent mit und reagieren dann auch entsprechend. Aber aktuell ist es so, dass wir versuchen, ruhig zu bleiben und abzuwarten, was das offizielle Ergebnis und die offizielle Entscheidung der Behörden vor Ort ist. Und dann reagieren wir darauf. Aktuell haben wir da natürlich auch relativ wenig, was wir aktiv entscheiden können. Okay, kann man dann auch gar nicht sagen, wie es konkret weitergeht, wie lange die Quarantäne laufen wird? Das ist aktuell reine Spekulation, weil von den Behörden mir gegenüber zumindest noch keinerlei offizielle Angaben gemacht wurden. Ich habe auch nur die Informationen, die Sie wahrscheinlich auch haben, plus ein bisschen Kontakt zu den Kollegen vor Ort. Deswegen, das ist nicht unser Handlungsspielraum und da sind wir auch der Hoffnung, dass da anhand der aktuellen Situation vor Ort dann eine Entscheidung getroffen wird und dann werden wir uns dementsprechend natürlich auch verhalten. Okay. Für die Zukunft wird es Konsequenzen geben, gerade für weitere Rennen. Jetzt fangen ja gerade die ganzen Klassiker an, wo es ja auch gerade unsicher ist und da gibt es auch viel Spekulation, ob die ganzen Klassiker überhaupt stattfinden werden. Aber gibt es jetzt Konsequenzen direkt für weitere Rennen? Wird Pascal Ackermann oder Emanuel Buchmann, werden beide eventuell nicht fahren können die nächsten 2 Wochen oder 4 Wochen? Gibt es da irgendeine Information? Ja, auch das ist reine Spekulation. Das kann ich nicht beantworten, weil wir noch nicht mal jetzt das aktuelle Geschehen eben bei der UAE-Tour einordnen können, weil noch da eben keine verlässlichen Daten sind. Deswegen wäre es rein spekulativ, wenn wir jetzt schon Prognosen für die Zukunft aufstellen würden. Dass die Lage angespannt ist, das merken wir alle. Da müssen wir nur einmal in die Nachrichten schauen, was die Konsequenzen dann sind. Das werden wir, sobald eine offizielle Entscheidung in irgendeiner Richtung getroffen wird, dann mitbekommen. Aktuell verfolgen wir das natürlich intensiv, wie auch die politischen Rahmenbedingungen hierfür gestaltet sind. Aber es wäre rein spekulativ, da jetzt irgendwelche Prognosen für die nächsten Wochen aufzustellen. Okay. Trotzdem meine Frage, haben Sie Bedenken? Ja, also wenn ich die Zahlen mir angucke und wenn ich mir die Prognosen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, das ja als Public Health Organ für Deutschland zumindest verantwortlich ist, wenn ich mir das anschaue und dort auch die Kalkulation ist, dass die Entwicklung weitergeht, dass die Fallzahlen voraussichtlich steigen werden. Wir müssen das alles immer natürlich ein bisschen noch im Konjunktiv sehen. Wir wissen es nicht, es ist in der Zukunft. Dann ist es natürlich so, dass das jetzt nicht wegzureden ist, dass es vielleicht noch Konsequenzen hat, aber das ist so ein dynamisches Geschehen, diese Corona-Infektion oder diese aktuelle Entwicklung, dass da glaube ich auch sich dazu hinreißen zu lassen, jetzt schon vorausschauend für die nächsten Wochen Aussagen zu treffen, einfach der Geschwindigkeit, mit der sich stündlich, minütlich oder vielleicht auch in den nächsten Tagen Veränderungen geben, dass einfach nicht möglich ist, da eine valide Aussage zu machen. Und dann bleiben wir einfach aufmerksam und gucken, wie sich die nächsten Tage das Ganze weiterentwickelt. Okay. Vielen Dank, Jan-Niklas Droste, für das Interview und kann Ihnen auch eigentlich nur noch einen schönen Tag wünschen, trotz allem. Ja, danke. Und wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Okay. Tschüss. So viel zu unserem Interview mit Jan-Niklas Droste von Bora Hansgrohe. Wir wünschen allen Teams alles Gute und halten euch auf roadbike.de auf dem Laufenden. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.